Hi Leute, ich bin's Marc von German Comic Books. Ich habe euch heute insgesamt wieder drei Bände mitgebracht, unter anderem Snowpiercer, Wasserschlangen und Ombre, Gesamtausgabe Nummer 2. Ich starte mal direkt mit dem Snowpiercer. Der Snowpiercer wurde jetzt aktuell von Egmont Comic Collection neu aufgelegt. Das ist der erste Band, der erschienen ist. Den gab es früher schon mal beim Edward Jacobsen Verlag oder so ähnlich. Ist aber mittlerweile komplett vergriffen und nach der erfolgreichen TV-Serie hat jetzt die Egmont Comic Collection beschlossen, das Ganze nochmal neu aufzulegen und auch diesmal komplett zu beenden. Das werden nämlich insgesamt drei so dicke Wälzer. Und ja, ich bin mega gespannt gewesen auf diesen Comic, weil ich ein Fan der TV-Serie bin. Das Ganze ist, wie gesagt, als Hardcover bei dem Egmont Comic Collection Verlag erschienen. Für 34 Euro könnt ihr das Ganze kaufen. Ist nicht ganz so groß wie ein Album, hat ein etwas größeres Format als ein üblicher Paperback. Kleine Besonderheit, die Story ist insgesamt schon etwas älter und hier sind insgesamt drei Geschichten enthalten und zwischen der ersten und zweiten Geschichte haben wir einen etwas größeren Zeitsprung. Und zwar der startende Autor, Jack Loeb, der ist irgendwann verstorben und die Story hat dann der Benjamin Legrand als Autor übernommen und weitergeführt. Gezeichnet sind die Bände alle komplett von Jean-Marc Rochette. Wir finden hier einen relativ starken Bruch in dem Zeichenstil, obwohl es der gleiche Zeichner ist, einfach aufgrund dessen, weil zwischen der ersten und zweiten Geschichte, ich glaube, knapp 16 Jahre Zeit liegen und sich der Zeichenstil sehr, sehr stark verändert hat, und zwar zum Positiven. Fand ich persönlich wirklich stark auffällig. Ich liebe das, wenn man eine längerfristige Serie liest und sieht, wie sich der Künstler entwickelt und weiterentwickelt. Hier sehen wir das auch, aber mit einem gravierenden Sprung, fand ich absolut überraschend. Ich hätte gar nicht gedacht oder vermutet, dass es wirklich der gleiche Zeichner ist. Habe das extra geprüft. Ist aber der Fall und Respekt, wie der sich weiterentwickelt hat. Das gucken wir uns aber gleich mal kurz zusammen an. Zur Story, für alle diejenigen, die vielleicht nicht die TV-Serie kennen, weil das relativ nah an der TV-Serie ist. Der Film hat da ziemlich wenig mit zu tun, das ist mehr so ein Action-Ding. Hier gibt es insgesamt drei Geschichten und zwar einmal die erste Geschichte, da lernen wir den, jetzt muss ich kurz nach dem Namen schauen, genau, den Prolov kennen. Der Prolov ist jemand, der in dem Zug geschnappt wird, wie er sich in die dritte Klasse einschleusen wollte. Und zwar ist er aus dem hinteren Teil dieses Zuges, dieses sogenannten Snowpiercers dorthin geflüchtet. Der Snowpiercer ist ein Zug, auf dem sich die Menschheit gerettet hat. Das ist ähnlich wie so ein Kreuzfahrtschiff, ein riesen Vergnügungszug, der ursprünglich für die Reichen gedacht war, die sich Tickets kaufen konnten, um eine Naturkatastrophe zu entfliehen, nämlich die komplette Vereisung der Erde. Es gibt Außentemperaturen von minus 90 Grad und nichts geht mehr, niemand überlebt mehr, nur die Leute, die sich in diesem Snowpiercer befinden. Der erzeugt nämlich durch seine Fahrt Energie, die genutzt wird, um Pflanzen anzubauen, Fleisch zu produzieren, auch ganz interessant in dem Comic hier untergebracht. Und das lernen wir aber alles im Laufe dieses Bandes kennen. Und zwar begleiten wir den Prolov, der zu einem Verhör gebracht werden soll, vom Ende des Zuges quasi bis zur Zugspitze. Bewegt er sich einmal durch diese insgesamt, glaube ich, 1000 Waggons und lernt da verschiedene Leute kennen, lernt verschiedene Etappen und Klassen innerhalb dieses Zuges kennen. Und so werden wir als Leser auch wunderbar in dieses Universum eingeführt. Die zweite Geschichte, die dann diesen optischen Bruch hat und von einem anderen Autor übernommen wurde, da befinden wir uns ebenfalls auf dem Snowpiercer. Allerdings, das dachte ich erst, das ist der gleiche, wer ist aber ein anderer. Und ja, da gibt es dann einen ominösen Rat. Wir lernen also die führenden Kräfte in diesem Zug kennen, die halt Entscheidungen treffen. Und da gibt es halt
ja, Leute, die werden Landvermesser genannt, die gehen halt in ihren raumähnlichen Anzügen, Raumanzüge sind es fast, begeben die sich nach draußen in diese unwirtliche Gegend von minus 90 Grad und führen dort Untersuchungen durch. Und einer dieser Landvermesser, der findet halt etwas heraus oder sieht was, was er nicht hätte sehen sollen. Das kriegt dieser Rat halt auch mit. Und die versuchen, den dann loszuwerden. Und schicken den mit dem Flugzeug aus diesem Zug raus oder mit so einem, ja, ein richtiges Flugzeug ist es nicht, auf jeden Fall mit so einem fliegenden Objekt und gehen eigentlich davon aus, dass der auch nicht zurückschafft und sterben wird. Durch einen glücklichen Zufall schafft das aber doch zu überleben. Und die Passagiere des Zuges bekommen das Ganze mit, sodass er plötzlich als Held gefeiert wird und dieser Rat nicht mehr die Möglichkeit hat, ihn loszuwerden. Dadurch bleibt ihnen keine Wahl, als diesen Protagonisten, sag ich jetzt mal, mit in den Rat aufzunehmen und in die Geheimnisse des Rates einzuführen. Und da lernen wir dann wieder eine ganz andere Seite von einer ganz anderen Perspektive kennen. Und da wird dann auch noch ein ganz krasses Geheimnis gelüftet für diejenigen, die die TV-Serie gesehen haben. Finde ich, ist das auch noch überraschend, weil das ist in der TV-Serie komplett anders umgesetzt worden. Hat mir hier echt gut gefallen und hat dann auch einen schönen Twist gehabt. Und dann gibt es eine dritte Geschichte, wo dieser ehemalige Landvermesser, der zum Ratsvorsitzenden quasi aufgestiegen ist, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, weil ich will euch nicht spoilern, beschließt, das Schienensystem mit einem Teil des Zuges zu verlassen und mit einer raupenähnlichen Konstruktion oder Rädern sich über den Ozean zu bewegen, weil dort ein Signal empfangen wurde und er will halt diesem Signal auf den Grund gehen. Das hat allerdings die Problematik, dass der Zug nicht die volle Energie zur Verfügung stellen kann, weil er halt einfach viel langsamer unterwegs ist, weil er nicht dieses Schienensystem benutzen kann, was dazu führt, dass die nicht ganz so viele Nahrungsmittel produziert werden können, dass die Temperatur innerhalb des Zuges runtergefahren werden muss und nicht mehr ausreichend geheizt werden kann und die Stimmung bei den Passagieren so langsam anfängt zu kippen. Und auch da wieder unschöne Entscheidungen innerhalb dieses Rates gefällt werden müssen. Der Comic hat mir insgesamt richtig gut gefallen. Der zeigt halt viele düstere Facetten, unterschiedliche Sichten auf die gleiche Situation. Gleichzeitig wirkt das Ganze auch gerade durch diese Schwarz-Weiß-Thematik, die wir hier in diesem Band haben, unheimlich düster, sehr beengt in diesem Zug und hat mich voll mitgerissen. Also ich fand das super vom Szenario her, vom Setting her hat mir das richtig gut gefallen, spannend erzählt und ich bin auf jeden Fall aufgrund dieses mega starken Cliffhangers, den wir hier zum Ende des Bandes präsentiert bekommen, sehr, sehr gespannt auf den Folgeband. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz zusammen die Bilder in diesem Band an. So, absolut großartige Zeichnung, die wir hier von dem Legrand präsentiert bekommen. Wie gesagt, das ist jetzt noch aus der ersten Geschichte, da merkt ihr noch, hat das Ganze einen sehr starren Strich. Ist auch großartig gezeichnet. Von den Schraffierungen her wirkt das Ganze sehr grob. Hier sehen wir jetzt Teile aus der zweiten Geschichte. Alles viel, viel weicher, viel feiner, viel granularer. Die Striche, die Schraffierungen sind weicher geworden und die Farbnuancen in diesen Grautönen absolut großartig mit dynamischen Zeichnungen. Und eine Kulisse und ein Szenario, was so stark und dicht ist, wunderbar passend zur Geschichte. Absolut großartig. Absolut großartig. Also von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Jeder, der da mal reinschnuppern möchte, dem empfehle ich diesen Band. Ist auch ordentlich was an Seiten zu lesen. Ich glaube, der hat knapp, was haben wir hier? Steht es hier zufällig drin? 200, über 250 Seiten plus noch ordentlich Bonusmaterial und Informationen, also roundabout 270, 280 Seiten für 34 Euro als Hardcover ist absolut okay. Bekommt von mir 8 von 10 Punkten, hat mir sehr gut gefallen und ich bin mega gespannt, wie es mit der Serie weitergeht.
Kommen wir zu Nummer 2. Nummer 2 ist Wasserschlangen vom Crosscult Verlag. Ist für 25 Euro erschienen, hat glaube ich knapp 140 Seiten. Ja, etwas über 140 Seiten und ist von Tony Sandoval sowohl geschrieben als auch gezeichnet. Der gute Mann war dreimal für den Eisner Award nominiert und ja, das sieht man hier auch in dem Band. Also das ist echt meine persönliche Überraschung gewesen. Ich ärgere mich, dass ich erst so spät auf den Trichter gekommen bin, diesen Band zu lesen. Der hat mich echt umgehauen und auch wirklich zum Nachdenken gestimmt. Und zwar ist das ein Fantasy-Märchen an erwachsenes Publikum gerichtet, auf gar keinen Fall für Kinder geeignet. Auch wenn das so die ersten Zeichnungen, ersten Seiten durchaus suggerieren könnten. Die sind nämlich in Pastelltönen gehalten. Ja, ich schweife ab, das gucken wir uns gleich mal am besten zusammen an. Ich fange mal kurz mit dem Inhalt an. Und zwar ist die Mila in einem Fluss am Baden und trifft dort auf die Agnes, die plötzlich neben ihr steht und mit ihrem Gespräch anfängt. Die beiden freunden sich langsam an und da entsteht auch relativ schnell der Verdacht, dass da mehr rausgeht. Also die Mila weiß auch noch nicht, ob sie auf Mädchen oder Männer steht und ja, entdeckt so ein bisschen die Liebe zur Agnes und merkt, dass sie ihr halt zugeneigt ist. Also so ein bisschen so eine Coming-out-Age-Geschichte drin verwurstelt. Und wenn man denkt, dass es in diese Richtung geht, wird man ganz, ganz schnell überrascht, weil dann die beiden, die machen sich halt irgendwann auf und gehen zur Agnes nach Hause, was mir persönlich schon so ein bisschen komisch vorkam. Und es kommt dann auch zu einem Kuss zwischen diesen beiden. Und dabei passiert dann so eine Sache, die hat mich echt schockiert. Die Agnes, die sagt dann plötzlich, dass sie halt Magenschmerzen hat und er bricht einen Kraken, der dann auf ihrem Bett landet. Und die Mila ergreift halt die Flucht, ist total verängstigt und ja, haut halt erstmal ab. Und war halt auch so eine Szene, wo sie immer zwischendurch schon sehr interessiert an den Szenen von der Agnes war, was mich auch schon so ein bisschen verwundert hat. Naja, auf jeden Fall bekommen wir halt irgendwann im Laufe des Bandes dann halt mit, dass die Agnes ein Geist ist, den nur die Mila sehen kann. Das bekommen wir als Information vermittelt, weil der Bruder von der Agnes dann halt plötzlich auftaucht und der Mila erzählt, dass die Agnes ja gar nicht mehr lebt. Er kann sie halt auch hören, aber er sieht sie nicht. Und die Mila scheint halt so magische Kräfte zu haben, weil sie in der Lage ist, diesen Geist, also die Agnes, zu sehen. Als wenn das dann nicht schon genug wäre, kommt dann noch so eine Geschichte dazu, dass dieser Kraken eigentlich ein König ist, der in einen Kraken verwandelt wurde und die Zähne von der Agnes Kriegerinnen sind, die diesen Kraken, den König, beschützen. Und da driftet das Ding dann wirklich in so eine ganz krasse Fantasy-Geschichte ab, wo diese Zähne sich dann nachher in Kriegerinnen verwandeln und versuchen, den Kraken, den König, zu beschützen. Da gibt es dann so eine Wolfsmeute, die hinter denen her ist und versuchen, den König zu vernichten. Und dann wird's auch, das fängt dann auch an, echt düster zu werden, sowohl vom Zeichenstil her als auch vom Inhalt her. Und ich hatte so zwischendurch einen kleinen Moment, wo halt dieser Kraken erbrochen wurde. Da war ich am Überlegen, ob damit irgendwie so eine zusätzliche Metaebene von dem Autor gemeint war, die ich aber nicht geschnallt habe. Und ich habe versucht, drüber nachzudenken und habe auch drüber nachgedacht, aber ich bin da auf keine runde Geschichte gekommen, was das sein könnte. Falls ihr da irgendwie eine Idee zu habt oder das gelesen habt und sagt, okay, da gibt es auch noch eine Metaebene, das sieht so und so aus, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare reinballert. Ja, auf jeden Fall bin ich dann von der Idee weg und habe gesagt, okay, nee,
bringt eh nichts, und habe dann einfach nur die Geschichte genossen und das, was mir da so fantasievoll präsentiert wurde, gelesen und einfach nur aufgesogen und gar nicht versucht, da irgendwie mehr drin zu sehen, als vielleicht auch angedacht war. Das kann ich halt nicht beurteilen. Also falls ihr da mehr Informationen habt oder das irgendeine Idee oder so zu habt, gerne in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz zusammen die Bilder dazu an. So, ganz wichtig für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ich glaube, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Der gute Toni Sandoval, der hier sowohl das Ganze optisch grandios gezeichnet hat und sich diese tolle Geschichte ausgedacht hat, der war übrigens schon mittlerweile dreimal für den Eisner Award nominiert. Nur so als kleine Info. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der, glaube ich, auch noch drei weitere Bücher oder zwei weitere Folgebücher zu diesem Thema Wasserschlangen in der Mache. Also ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Aber schaut euch nur mal die Zeichnung an. Auch wie der mit dem Panel spielt, gerade diese Blätter, die im Wind geflogen sind und so. Ganz, ganz viele tolle Elemente, so fantasievoll eingesetzt. Und da sind die Bilder wirklich ein Traum. Die machen so viel Spaß. Es ist ein absoluter Musskauf. Da habe ich euch nicht zu viel versprochen, oder? Großartige, fantasievolle Zeichnungen, die machen so viel Spaß. Also alleine aufgrund der Zeichnung lohnt es schon, diesen Band zu kaufen. In dem schönen Format macht das richtig Spaß, die Pastelltöne, diese dunklen Töne und nachher diese krassen Szenen, die wir da drin haben. Absolut genial, hat mir mega Spaß gemacht, hat, wie gesagt, mich total überrascht, sowohl von dem Plot her, was da drin passiert ist, rechnet man überhaupt nicht mit. Das konnte keiner vorhersehen, das ist so wendungsreich und da sind so viele obskure Sachen, die da passieren. Ist einfach nur total fantasievoll und hat mich total abgeholt und Spaß gemacht. Wie gesagt, falls da eine zusätzliche Metaebene drin sein sollte, dann habe ich sie nicht geschnallt. Ist aber auch nicht schlimm. Mir hat das dann trotzdem insgesamt total gut gefallen und der Band bekommt von mir 9 von 10 Punkten und ist damit auch eine ganz klare Empfehlung und meiner Meinung nach auch ein Pflichtkauf. So, das war Wasserschlangen. Kommen wir zu Nummer 3. Das ist Ombre, Gesamtausgabe Nummer 2. Die ist erschienen beim Alphalag. Könnt ihr dort für 29,80 Euro in diesem riesigen Albumformat kaufen. Das Ganze hat um die 170, 180 Seiten und ist großartig verarbeitet, schöner Hardcoverband und geschrieben ist das Ganze von Antonio Segura und gezeichnet von José Ortiz. Worum geht es in Ombre? Ich habe Ombre bereits vorgestellt, den ersten Band. In diesem zweiten Band von Ombre sind viele kleine Kurzgeschichten, die aber alle aufeinander aufbauen und ein Gesamtkonstrukt ergeben. Und zwar ist dieses Gesamtkonstrukt eigentlich die Flucht aus der Stadt aufgrund der Lage innerhalb der Stadt aufs Land. Der Ombre, die Stadtbewohner sind halt in, also wir befinden uns, für alle, die den ersten Band oder noch nicht gelesen haben oder die Rezension nicht gehört haben, wir befinden uns hier in so einer postapokalyptischen Zukunft. Die Städte sind total runtergekommen, es gibt keine Nahrungsmittel mehr. Die Städte sind abgeschnitten von einem Land. Das Militär hat halt Stacheldraht, Minenfelder um die Stadt herumgelegt, dass die Stadtbewohner keine Möglichkeit haben, aus der Stadt zu flüchten, aufs Land zu gehen, um dort Bauernhöfe oder ähnliches zu vernichten. Und werden also gehindert, dort abzuhauen, werden aber auch nicht wirklich versorgt und sind quasi sich zum Sterben überlassen. Und da kommt es natürlich zu vielen unschönen Szenen. Und das finde ich so gut an Ombre. Das ist nicht nur Action und ein cooler Typ, sage ich jetzt mal, ein Anti-Held, der keine Gelegenheit auslässt, um bei dem weiblichen Geschlecht zu landen. Und eigentlich ein echter, taffer, rauer Typ ist, der auch vor härteren Sachen nicht zurückschreckt, aber das Herz am rechten Fleck hat und meistens versucht, die richtige Entscheidung zu treffen. Das macht den Typen halt echt sympathisch. Und da werden halt auch viele Charaktere gezeigt, viele Gruppen gezeigt, die einfach gezwungen sind, schlimme Sachen zu machen, einfach weil
das aus der Not heraus geschieht. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von alten Leuten und Gebrechlichen, die sich aber in einer riesigen Masse zusammenrotten und dann halt auf so Alpha-Tiere losgehen, also auf eine kleinere Gruppe, die aber mit starken Personen irgendwie von starken Personen lebt, unter anderem dem Ombre. Und diese alten und verkrüppelten Leute gehen dann halt auf diese eigentlich stärkere Gruppe zu, aber aufgrund der Masse sind die denen halt überlegen und versuchen da ihre Stärke auszuspielen, an Lebensmittel zu kommen. Und ja, so ist sich eigentlich jeder irgendwie selbst der Nächste. Und das finde ich, ist hier echt spannend erzählt. Zum Ende gab es ja auch nochmal eine Geschichte mit so Jugendlichen, die versucht haben, durch ein Feuer den Ombre auf ein Minenfeld zu jagen. Und der hat das aber durchschaut und konnte dieser Falle halt entgehen und hat auch zum Ende die Gelegenheit, diese Jugendlichen halt zu töten, was er aber nicht machte. Er hat halt Verständnis trotzdem für deren Situation, obwohl die sein Pferd in der Luft gesprengt haben und versucht haben, ihn zu töten. Lässt er die Jugendlichen von dann ziehen und dem einen gibt er nur einen Klaps und ja, die weibliche Begleitung vom Ombre fragt dann halt, warum er den denn nur geschlagen hat und die nicht getötet hat, und der Grund, warum er dem eine geklatscht hat, ist, weil er der Frau, mit der er da unterwegs ist, auf die Brüste geschaut hat. Ja, das war dann seine Begründung. Also ist auch immer so ein augenzwinkernder Humor mit dabei, der mir hier in dem Comic echt gut gefallen hat. Also mir macht das Ganze Spaß. Da, wie gesagt, da ist Witz drin, da ist Action drin. Trotzdem zeigt das Ganze so eine düstere Seite der Menschheit und erklärt das Ganze auch ziemlich plausibel und funktioniert dafür für mich auch. Das Ding ist also rund von der Geschichte gut erzählt und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, schauen wir mal zusammen kurz in die Zeichnung rein. Ja, was der gute José Ortiz hier zeichnet, ist absolut bombastisch, ne? Also ganz, ganz, ganz hohen Detaillierungsgrad haben diese Zeichnungen. Die Gesichtsausdrücke sind wirklich immer auf dem Punkt. Der hat ganz, ganz tolle Schattierungen, die durch die Schraffuren erzeugt werden, sowohl in den farbigen Seiten als auch gerade in den Schwarz-Weiß-Seiten kann man das wunderbar sehen, wie genial der Zeichenstil ist und funktioniert für mich auch vollkommen ohne Farbe, einfach weil es absolut großartig gezeichnet ist und man den Stil noch viel, viel besser sehen kann, als wenn das mit Farben zugeklatscht ist. Also hat mir persönlich richtig gut gefallen von den Zeichnungen und die Story, die war auch so dicht, dass das Ganze mich echt wieder gepackt hat und unheimlich viel Spaß gemacht hat und mich einfach mit reingerissen hat. Und das soll ein Comic letzten Endes machen, der soll mich unterhalten. Ja, aufgrund dieser großartigen Zeichnung und dieser fesselnden, spannenden Geschichte, die echt gut umgesetzt ist und auch nie nur oberflächlich ist, sondern auch immer so einen tiefgründigen, nachvollziehbaren Text hat, bekommt dieser Band von mir 8 von 10 Punkten. Also auch das ist in meinen Augen eine ganz klare Kaufempfehlung. Jeder, der irgendwie interessiert ist an guten Zeichnungen, guten Stories und auch für apokalyptische Sachen offen ist, für so Endzeitgeschichten, den sei Ombre wirklich zwingend empfohlen, ein knallharter Anti-Held und der macht wirklich Spaß und Laune. Damit sind wir eigentlich auch schon durch mit den 3 Comics. Wie gesagt, falls ihr eine Idee habt mit dieser Metaebene bei Wasserschlangen, würde ich mich freuen, da von euch einen Kommentar zu bekommen. Gerne auch Anregungen, Kritik oder sonstige Wünsche einfach in die Kommentare ballern. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!